Aufgeben ist keine Option, stimmt's? Wenn dem aber so ist, warum tun es dann so viele Menschen Tag ein, Tag aus, vor allen Dingen auch im Network Marketing? In diesem Video, ja, möchte ich das Thema mal ein Stück weit genauer beleuchten, möchte dir 30 Gründe nennen, warum die Menschen ja dann eben halt auch scheitern. Und ich möchte dir 17 Punkte ja mit an die Hand geben, die dich in Zukunft zu den Gewinnern gehören lassen, mit denen du es schaffst, dass du nicht aufgibst, bevor du deinen Durchbruch im Network Marketing geschafft hast. Es geht also im Großen und Ganzen darum, warum die meisten Menschen aufgeben und scheitern und wie du dich halt eben motivierst und dran bleibst. Wusstest du, dass schätzungsweise 95% der Menschen im Network Marketing, also die dort starten, frühzeitig aufgeben, die meisten sogar noch, bevor sie in die Handlung gekommen sind? Ob diese 95% stimmen oder nicht, kann man so nicht sagen. Man kann es eben auf vielen Webseiten nachlesen. Ich persönlich habe jetzt noch keine offiziellen Zahlen gesehen, wo das Ganze eben halt bestätigt hat. Wenn ich aber mich allerdings mit den Menschen unterhalte, wo ich weiß, dass die ebenfalls große Teams haben und mal meine eigene Downline-Organisation ja, so reinschnupper und mir die Zahlen anschaue, dann sehe ich halt ebenfalls einen nicht unerheblichen Prozentsatz an Menschen, die halt ja quasi nicht mal richtig begonnen haben, ihr Business aufzubauen. Und wie gesagt, wenn ich mit Kollegen spreche, die ebenfalls sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, dann ist es bei denen halt ebenfalls der Fall. Und dabei spielt es halt keine Rolle, welche Branche, welcher Markt oder welches Produkt dahinter steckt. Von denen, wo ich halt eben weiß und mit denen ich ja auch im Austausch bin und wie gesagt auch anhand von meinen eigenen Zahlen, kann man einfach so davon ausgehen, dass so zwischen 70% und 95% der Menschen, die im Network Marketing starten, eben halt auch wieder aufgeben. Und das, obwohl, dass es super Anleitungen gibt, Schritt-für-Schritt-Erklärung, Unterstützung der Upline, Team-Meetings, Schulungen etc. Ja. Grundsätzlich finde ich aber das Aufgeben ja so ein bisschen ein Stück weit das falsche Wort hier an der Stelle ist, weil ich bin halt der Meinung, dass wenn man ja etwas aufgeben kann, dann muss man zuvor halt auch erstmal mit etwas begonnen haben. Und die meisten Menschen, gerade von denen 70 bis 95%, die haben niemals richtig begonnen. Ja, die meisten von ihnen, die haben vielleicht sich im Unternehmen eingeschrieben, Produkte bestellt, vielleicht Flyer, Visitenkarten drucken lassen, wie auch immer. Und wenn es hochkommt, vielleicht noch ein paar Menschen kontaktiert. Und das war es dann aber auch schon. Da halte ich jetzt nicht davon, dass man sagen kann, okay, man hat was begonnen. Im ursprünglichen Sinne ist es zwar ja, der Start, ja, aber für mich sind es im Prinzip eigentlich nur Vorbereitungen auf den eigenen oder auf den eigentlichen Start, wenn du so willst. Und die wenigsten von diesen 70 bis 95%, die werden also auch tatsächlich wirklich aktiv oder halt nur ganz wenig, weil, wie gesagt, ein Backoffice einrichten, ja, Unterlagen, Starter-Kits bestellen, das sind jetzt nicht die Dinge, wo ich dazu sagen würde, dass es die Dinge sind, wo man halt eben braucht, um zu beginnen. Das aber jetzt einfach mal nur so am Rande wichtig, kurz zusammengefasst: Zum Aufgeben gehört eben halt auch Beginnen. Und ja, das ist einfach mal mit das Wichtigste an der Sache. Aber selbst wenn das flächendeckend so ist, dass 70 bis 95% der Menschen, die im Network Marketing starten, aufgeben, dann ist das im Grundsatz für mich jetzt eigentlich persönlich mal keine große Sache. Ist zwar schade für die Menschen, die aufgeben, aber die Dinge, die sind halt nun mal so, wie sie sind, ja. Und ob jemand aufgibt oder nicht, das kann ja ein Teamleiter, das kann jemanden die Geschäftsgelegenheit halt einfach nicht beeinflussen, ja. Man kann keinen Menschen zum Jagen tragen. Das geht einfach nicht. Was man tun kann, ist seine Partner bestmöglich unterstützen, Hilfe anbieten, ihnen zeigen, wie das Geschäft funktioniert, aber tun müssen sie es dann Tag ein, Tag aus halt ja erstmal selbst. Und ja, viele Menschen, die tun dann so, also gerade wenn man es jetzt zum Beispiel auf Webseiten oder so ja über das Thema liest, dann tut man da immer so, wie wenn das was ganz Außergewöhnliches wäre, ja, dass so viele Menschen halt so frühzeitig das Handtuch werfen, wie wenn es sowas von einem ganz anderen Stern oder so ist. Dabei weiß im Prinzip aber jeder Unternehmer, dass eine gewisse Fluktuation einfach ganz normal ist. Da kannst du einfach mal einen Gastronomen fragen, wie lange seine Kellner so im Schnitt bei ihm arbeiten. Du kannst mal einen Bäcker oder
oder einen Metzger fragen, um mal so in ganz herkömmlichen Berufsbildern zu bleiben, wie gut oder wie schwer das es ist, ich sag mal, gutes Personal zu bekommen, was halt auch dauerhaft dann bei der Stange bleibt. Jeder Vertriebler, aber auch andere Unternehmer, egal aus welcher Branche die sind von diesem Phänomen betroffen. Ja, und da sprechen wir jetzt sogar von Angestellten, also nicht mal Leuten, die auf selbstständiger Basis arbeiten, wie es bei uns im Network Marketing halt eben der Fall ist. Und ja, es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich spreche ich selten von Ausnahmen, sondern immer von der breiten Masse, wenn du so willst, weil das ist letzten Endes, was die meisten dann halt auch betrifft. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel zu diesem Thema auf mlmtraining.com gelesen, und damit du einfach siehst, dass es nicht nur ein Network-Marketing-Problem ist, die schreiben in diesem Artikel dann, nach Angaben der National Association of Real Estate hören 80% derjenigen, die eine Lizenz als Immobilienmakler beantragen, innerhalb des ersten Jahres wieder auf. So, jetzt könnte man sagen, das ist die eine Sache, aber das Erstaunliche ist, dass die meisten von denen, ja, die eine Lizenz beantragen, keine einzige Immobilie verkaufen. Ja, und dann siehst du halt einfach schon, dass das im Prinzip, egal in welcher Branche du dich da umschaust, dass das der Fall ist. Oder wenn wir mal in die Startup-Szene reinschauen, dann, dann schreibt zum Beispiel, habe ich hier einen Artikel auf Gründerpilot gefunden, nur 1 von 10 Startups wird richtig erfolgreich, sagen Experten. Mehr als 80% aller Startups scheitern innerhalb von 3 Jahren, und einige Zahlen gehen auch von 90% und mehr aus. Laut dem deutschen Startup-Monitor hat bereits 1/3 der deutschen Startup-Gründer zuvor ein gegründetes Startup eingestellt. Und ja, wie du halt sehen kannst, ist das Spiel im Prinzip nahezu überall das Gleiche. Ja, die Liste, die lässt sich da einfach halt auch beliebig erweitern. Und Fakt ist aber halt auch eins, ja, wenn eine Person scheitert, dann ist es immer die Person, die scheitert. Nicht die Branche, nicht der Berufsstand oder sogar das Partnerunternehmen. Im Prinzip ist halt jeder für seinen Erfolg sowie sein Scheitern einfach selbst verantwortlich. Und das ist halt eben ja einfach Fakt. In dem Moment, wo du in einem Unternehmen bist, ja, und es gibt Menschen, die mit den gleichen Produkten, mit dem gleichen Markt, vielleicht sogar noch in der gleichen Region Erfolge erzielen und du nicht, dann kannst du davon ausgehen, dass die Ursache da einfach bei dir selbst zu suchen ist. Und das ist einfach die Wahrheit, auch wenn sie unangenehm vielleicht für den einen oder anderen dann wirkt, ja. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ja, dass die meisten Menschen, die halt eben aufgeben, in den wenigsten Fällen jemals richtig begonnen haben, sondern die haben von Anfang an schon das Scheitern quasi mit an Bord, ja, und trauen sich zum Beispiel nicht auf Menschen zuzugehen oder eben die Dinge zu tun, die halt getan werden müssen, um im Network Marketing halt erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz ist Network Marketing für mich die beste aller Optionen, denn wenn du nicht zu den Menschen gehörst, die aufgeben, wenn du ein starkes Ziel hast, wenn du starke Gründe hast, ja, und auch dranbleibst an deinen Träumen und hilfst die oder was dranbleibst und alles dran setzt, diese zu verwirklichen, dann hast du die Möglichkeit, aus deinem Leben mit Network Marketing eben ein Meisterwerk zu machen, weil Network Marketing super viele Vorteile hat und die Nachteile des klassischen Unternehmertums ja fast gegen Null gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Gehe ich an einem anderen Video dann nochmal da näher drauf ein. Und du kannst mit Network Marketing nicht nur deine Ziele verwirklichen, sondern du kannst halt eben auch dabei, und das ist das Schöne, du wirst eigentlich nur erfolgreich dadurch, dass du auch noch anderen Menschen dabei helfen kannst, alles zu bekommen, was sie sich wünschen, wenn die das natürlich dann halt eben auch umsetzen, was du ihnen beibringst, ja. Und damit eben du nicht zu denen gehörst, die aufgeben müssen, werde ich dir halt dann jetzt im Folgenden die Gründe nennen, warum Menschen aufgeben beziehungsweise scheitern oder vielleicht gar nicht erst anfangen. Und die Punkte, die musst du halt einfach kennen, weil nur wenn du sie kennst, dann bist du dir dieser Punkte auch bewusst. Und in dem Moment, wo du dir bewusst bist, kannst du sie erkennen, wenn sie auftreten. Und dann kannst du verhindern, dass du ihnen zum Opfer fällst, weil du dann die Dinge erkennst und für dich abändern kannst. Und wie gesagt, danach werde ich dir dann halt noch zeigen, was du konkret tun kannst, um erfolgreich in deinem MLM-Geschäft zu sein. Und
die Punkte sind hier jetzt für Network-Marketer gedacht, aber grundsätzlich sind viele der Punkte auch ja für jeden anderen Selbstständigen ja, wichtig und du kannst dich auch an denen hier orientieren. Wichtig ist, dass du dir auf jeden Fall folgenden Satz einprägst: Aufgeben ist keine Option. Es ist ganz, ganz wichtig. So, und ich werde halt häufig danach gefragt, ja, wie gewinne ich denn jetzt dann neue Kunden? Wie gewinne ich neue Partner? Und der Hintergrund hinter dieser Frage ist aber oft halt, die Menschen sind halt immer so auf der Suche nach so einem Universalschlüssel, ja, dass sie so eine Technik bekommen, mit der sich einmal auf einmal die Tür öffnet und alle ihre Wünsche und Ziele zum Fenster reingeflattert kommen, sie von heute auf morgen das große Geld verdienen. Und sie suchen dann halt immer so nach den neuesten Techniken und Strategien, ja, die sind so sehr auf der Suche nach dem Heiligen Gral, dass sie meistens nicht sehen, ja, auf was es im Grunde genommen ankommt. Und da ist zum Beispiel Resonanz ein großes Stichwort. Menschen müssen ja mit dir irgendwo in Resonanz gehen, damit sie bei dir anfangen, ja. Und du musst sozusagen ihre Sprache sprechen, dass sie dich verstehen können, so. Und damit sie halt auch wissen, für was du stehst, was du ausdrückst, ja, was du den Menschen oder wofür du wahrgenommen werden willst. Die Menschen müssen wissen, um was es geht und so weiter, ja. Und dazu gehört halt nicht nur das, was man sagt, sondern es gehört halt auch sehr stark dazu, ja, welche Art Persönlichkeit du geworden bist. Und deswegen empfehle ich jedem, ja, eine Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, weil das die Persönlichkeitsentwicklung eine sehr, sehr starke oder wenn nicht sogar die stärkste Auswirkung auf deinen Erfolg hat, ja, überhaupt, ja. Du kannst du kannst nicht viel Geld anhäufen, wenn du nicht das richtige Mindset dazu hast. Du kannst keine große ja, Organisation aufbauen, wenn du nicht mit den verschiedensten Charakteren auf eine richtige Art und Weise umgehen kannst. Ja, wenn du nicht weißt, was die nächsten Schritte sind. Und das sind alles Dinge, da ist Persönlichkeitsentwicklung super wichtig, aber auch im Verkaufsgespräch zum Beispiel, ja, ein Kunde, ja, oder ein potenzieller Kunde, der spürt intuitiv einfach sehr schnell, ob du es einfach nur auf seine Kohle abgesehen hast, ob du nur das Geld als Fokus hast oder ob du ihm wirklich nur dann was verkaufen willst, wenn er es quasi wirklich braucht, wenn es sein Leben verbessert und er es sich leisten kann, ja. Wir nennen das dann so Bauchgefühl, ja. Und du kannst jede Technik der Welt anwenden, wenn du es nicht schaffst, ja, die Menschen in ihrem Gefühl, in ihrem Bauchgefühl zu überzeugen, dann hast du halt einfach keine Chance. Oder du machst halt vielleicht sogar den Abschluss, aber dann kriegst du halt einen Storno oder der Widerruf ist dir halt sicher, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Formel auch einprägst, die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise tun und das in großer Stückzahl, ja, und auf die richtige Art und Weise kannst du es in der Regel auch nur dann tun, wenn du ganz stark an deiner Persönlichkeit arbeitest und immer mehr zu der Person wirst, die dann auch Erfolg anziehen kann. So, aber lass uns loslegen, 30 Gründe, warum warum viele Menschen im Network Marketing scheitern. Der erste Grund ist ganz klar, weil sie einfach zu früh aufgeben, weil sie kein Durchhaltevermögen haben. Es gibt das Sprichwort, nicht das Anfangen, sondern das Durchhalten wird belohnt. Und das ist halt mit der wichtigste Punkt, den du überhaupt für dich verstehen und akzeptieren musst. In dem Moment, wo du aufgibst, ja, also sagst, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter, ja, dann hast du verloren. Solange du wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass vielleicht gerade nicht so gut bei dir läuft, dann ist das jetzt nichts Schlimmes. Das kann einfach passieren. Es gibt so Phasen, da läuft es einfach nicht gut oder du tust die falschen Dinge, weil du es nicht besser weißt. Spielt keine Rolle, was der Grund dafür ist, ja. Wichtig ist, dass du dir immer vor Augen führst, dass du weitermachst, ja, dass du vielleicht den Weg zum Ziel etwas anpasst, aber dass du niemals das Ziel aus den Augen verlierst, weil
In dem Moment, wo du aufhörst, dein Ziel zu verfolgen, hast du definitiv verloren. Es wird auch in deinem Leben sich dann auch nichts verändern, ja. Mach dir immer bewusst, dass du vielleicht nur einen neuen Partner von deinem zukünftigen Traumleben entfernt bist, ja. Ein Partner in deiner Struktur, in deiner Organisation kann alles verändern, ja. Es kann auch sein, dass du nur einen Anruf von einem großen neuen Kunden entfernt bist oder vom nächsten Teampartner, der, wie gesagt, den Weg frei macht zu deinem Traumleben. Solange du dranbleibst, dann wird es irgendwann besser werden, wenn du dich verbesserst, ja. Wenn du aber aufgibst, dann ist das Thema einfach durch. Und das Schlimmste an der Sache ist einfach, wenn du irgendwann zurückblickst und dann dir die Frage stellen musst, was wäre gewesen, wenn ich vielleicht doch weitergemacht hätte? Das ist, glaube ich, die schlimmste Frage, die du dir stellen kannst. Wenn du jetzt vielleicht das Ganze nebenberuflich aufbaust, dein Geschäft, dann ist es super. Dann bleib so lange dabei, ja, bleib so lange in deinem Hauptjob, bis du so weit in deinem Nebenberuf bist, dass du davon ja, leben kannst und das Ganze weiterverfolgen kannst. Aber auch wenn du jetzt dich entschieden hast, das Ganze hauptberuflich zu machen, bleib dran, halt an deinen Traum fest, verbessere dich jeden Tag ein kleines Stück und dann wirst du früher oder auch später bessere Ergebnisse dann erzielen, wenn du, wie gesagt, die Dinge auf die richtige Art und Weise in ja, der richtigen Schlagzahl dann auch machst. Grund Nummer zwei ist ganz klar, sie fokussieren sich auf Probleme. Viele Menschen, die sehen halt immer nur das Problem, doktern am Problem herum und stellen sich dann halt einfach ja komplett falsche Fragen in dem Zusammenhang. Ja, anstatt sich vielleicht mal zu fragen, wie kann ich es denn für mich so organisieren, dass es besser ist? Ja, nehmen wir mal das Thema Zeit. Da haben viele das Problem, dass sie dann halt sagen, okay, ich habe zu wenig Zeit, um die ganzen Dinge umzusetzen. Anstatt sich ja zu fragen, wie kann ich mich so strukturieren, was kann ich vielleicht weglassen, damit ich zukünftig die Zeit habe, weil Fakt ist ja einfach eins, wenn du so weitermachst wie bisher, dann wird sich ja auch nichts verändern. Und wenn du im Network Marketing startest oder starten möchtest, gehe ich mal stark davon aus, dass du etwas in deinem Leben verändern willst. Und deswegen ist es halt wichtig, dass du für dich Fragen stellst, die dich dann auch zum Ziel bringen. Ja, also wie gesagt, statt sich zu fragen, was kann ich erreichen oder wie kann ich es erreichen, fragen sich halt die meisten, warum es bei ihnen nicht läuft, der letzte Kunde nicht abgeschlossen hat, warum die Upline sie nicht besser unterstützt oder die Downline nicht das tut, was man ihnen schuldet, anstatt zu sagen, okay, ich bin für meinen Erfolg verantwortlich, ja, und ja, ich muss mich verbessern. Ja, diese Menschen, die fühlen sich auch häufig wohl in Gegenwart von Menschen, die gern über alles und jeden sprechen, ja, darüber reden, warum das Geschäft nicht funktioniert. Und falls du jetzt so dich erkennen solltest, dass du dieses Mindset hast, dass du so eine Denke hast, ja, und viel mit solchen Menschen zu tun hast, dann solltest du schnellstmöglich damit aufhören, dich, ich nenne sie mal Problembesprechungsgruppen zu engagieren, ja, und einfach voll und ganz die Verantwortung für dein Tun übernehmen, ja. Also, wie gesagt, in der Regel ist es so, wenn es bei dir nicht läuft, dann ist es nicht die Upline, der Markt oder die Produkte, sondern du. Ja, es liegt immer an einem selbst. Ja, du bist erfolgreich oder du bist verantwortlich für deinen Erfolg. Ja, und du bist aber auch verantwortlich für ja deinen Misserfolg. Und das ist einfach die Wahrheit. Ne? Also, wie gesagt, natürlich gibt es da Ausnahmen und auch das Partnerunternehmen kann Fehler machen, wie auch immer. Es können unterschiedliche Situationen auftreten, aber in 90% der Fälle ist immer die Frage, wie gehst du mit den Situationen um? Ja, und in 90% der Fälle ist es halt eben so, dass die Person selbst einfach dafür verantwortlich ist, wenn sie nicht weiterkommt. Dritter Grund sind Ausreden, auch immer sehr, sehr beliebtes Thema. Ja, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Ich bin mir sicher, du hast diesen Satz schon mal gehört, stimme ich 100% zu der ganzen Geschichte. Für viele Menschen ist es, ja, wie soll ich sagen, leichter Gründe zu suchen, warum sie etwas, was vielleicht jetzt unbequem ist, was außerhalb ihrer Komfortzone liegt, warum sie, ja, Gründe dafür zu finden, es einfach nicht tun zu müssen, anstatt sich dieser Sache einfach zu stellen. Ich sag mal, Gewinnertypen hingegen, ja, die tun die Dinge, die getan werden müssen, egal ob ihnen jetzt gerade danach ist oder nicht. Natürlich haben auch Gewinner mal schlechte Minuten, mal schlechte Stunden, vielleicht haben sie auch mal einen schlechten Tag oder auch mal ein paar schlechte Tage. Aber
Sie sind sich bewusst und deswegen, sie sind sich dessen bewusst und holen sich aber da halt auch aktiv dann wieder raus, weil sie wissen, dass sie halt nur dann ihre Ziele erreichen, ja, wenn sie die Verantwortung für die ganze Geschichte übernehmen, ja. Ihre Ziele, die sind denen halt so wichtig, dass es einfach, ja, dass sie keinen Aufschub dulden, was die Sache betrifft. Und diese Menschen sind so angetrieben, ja, und wollen so stark ihre Ziele erreichen, dass sie einfach auch die Dinge tun, die getan werden müssen, ob sie jetzt Bock drauf haben oder halt nicht, ja. Und glaub mir, auch mir hat früher die Akquise mit dem Telefon, hat mir nie Spaß gemacht, ja. Natürlich habe ich auch nach Wegen gesucht, wie ich es besser machen kann, habe dann Gott sei Dank Wege gefunden, wie ich es schaffen kann, dass Menschen auf mich zukommen. Aber nichtsdestotrotz, solange ich diese Wege nicht hatte, ja, habe ich es getan, ja. Und das möchte ich auch, da möchte ich auch einfach jeden ermutigen. Ich habe da super viel gelernt, ich bereue nichts und heute telefoniere ich immer noch gern mit Menschen, ja. Weißt du, manche Menschen, die haben halt, ich gebe da einfach mal ein Beispiel, wenn die in Urlaub fliegen, ja, dann haben die kein Problem damit, morgens um 3 Uhr aufzustehen, zum Flughafen zu fahren und für 14 Tage in den Urlaub zu fliegen, ja, das Leben zu genießen. Das schaffen fast alle. Also ich kenne ganz wenige Leute, die verschlafen, wenn sie in Urlaub gehen. Es gibt aber viele Menschen, die verschlafen, um zur Arbeit zu gehen, ja. Ein Selbstständiger, ja, der um 3 Uhr aufstehen soll und zur Arbeit gehen soll, wenn es drauf ankommt, ja, das käme jetzt diesen Menschen zum Beispiel nicht in den Sinn. Also 3 Uhr in den Flieger steigen, ja, aber selbstständige Tätigkeit, das käme denen halt dann nicht in den Sinn, ja. Und da muss man sich einfach mal fragen oder ja, den Fehler finden, ja. Wo ist der Fehler? Wie kann ein Urlaub, der halt 14 Tage geht, wichtiger sein wie die eigenen Wünsche, wie die eigenen Ziele, von denen man ein Leben lang profitieren kann? Grund Nummer 4 ist keine schriftlichen Ziele, ja. Gewinner haben klare schriftliche Ziele, Punkt. Ja, die wissen, dass nur das, was sie aufschreiben, auch Beachtung findet, sei es, ob es jetzt ein Termin ist, sei es, ob es Ziele sind, Gedanken, Ideen, alles, was sie zu Papier bringen, ja, ist ein erster und wichtiger Schritt zum Ziel. Und auch wenn du deine Ziele kennst, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dir diese jeden Tag aufs Neue bewusst machst, indem du sie aufschreibst und daran deine täglichen Aufgaben dann an denen auch ausrichtest. Tue das, was zum Ziel führt, lasse alles weg, was nicht zum Ziel führt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Bereich. Gerade in der heutigen Zeit gibt es so viele Dinge, die uns wichtiger achten, die uns als wichtig erscheinen, ja, wo wir im Prinzip uns ablenken lassen, weil wir denken, wir müssten diese jetzt zuerst tun, die aber langfristig auf unser Leben vielleicht gar keine Auswirkung haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du lernst, Dinge wegzulassen. Also nicht noch mehr in deinen Tag reinpackst, ja, dass du einen 10-12-Stunden-Tag hast, wo du viele unnötige Dinge tust, sondern dass du dir die Zeit, die du für deinen Geschäftsaufbau verwendest, dass du die so organisierst, dass du in denen Dinge tust, die zum einen entweder nur du tun kannst, ja, oder die halt super wichtig sind, weil sie ja zu deinen Zielen führen. Und alles andere solltest du dann in dem Bereich dann eben halt auslagern, outsourcen, andere machen lassen, ja. Schau dich in deinem Leben um. Alles in deinem Leben, was du wirklich wolltest, ja, das hast du erreicht. Wenn du dich mal umschaust, vielleicht hast du gerade ein neues Bett bekommen, dann hast du dir als Ziel dieses Bett gesetzt, ja, und du hast Wege gefunden, dieses Bett dann in dein Leben zu ziehen. Wenn du gerade in ein neues Haus eingezogen bist, dann war auch das ein Ziel von dir und du hast dir das Ziel gesetzt, hast Wege gefunden, dieses Haus in dein Leben zu ziehen. Und jetzt gilt es dann einfach noch zusätzlich herauszufinden, was du in Zukunft willst, und mit Network Marketing kannst du alles haben, ja. Du hast keine Begrenzung im Verdienst. Die Entscheidung liegt einfach nur bei dir. Und dann bringst du zu Papier und mach alles, leg alles dran, dass du dieses Ziel dann auch erreichen kannst. Dann Grund Nummer 5,
Ablenkung hatte ich eben schon kurz angesprochen. Bei vielen reicht es schon aus, dass ein Anruf kommt, vielleicht vom besten Kumpel oder ja, von der besten Freundin, ob man zusammen einen Kaffee trinken geht oder ein Bierchen. Ja, während der Arbeitszeit reicht es da bei vielen schon aus, dass die Arbeit ruhen lassen, weil man ist ja selbstständiger Unternehmer, man kann sich die Freizeit einteilen, ja, man hat ja die Macht und man kann das ja selbst entscheiden. Ein Angestellter hingegen, der, ich sag mal, seine 2,5 netto oder seine 2.000 netto hat, der geht nicht in der Regel zum Chef und sagt, dass er jetzt Feierabend macht, um sich mit einem Freund auf einen Kaffee zu treffen. Du hast diese Möglichkeit, das ist auch gut so, du kannst die auch nutzen, aber da musst du halt für dich sicherstellen, dass du dein Tagespensum halt trotzdem schaffst. Und ja, in der Regel schaffen das aber auch wirklich nur die Gewinnertypen. Ja, die meisten finden nicht mehr den Drive, um abends dann noch, nachdem sie ja vielleicht 3-4 Stunden unterwegs waren, das Tagespensum nachzuarbeiten. Ja, und das ist eben halt ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben die Möglichkeit, unser Leben frei und selbst zu gestalten. Und wenn wir ja unser passives Einkommen aufgebaut haben, dann können wir das auch tun ohne Einkommensverlust. Allerdings, ich spreche jetzt hier gerade von der Anfangszeit, da haben wir halt super viel Verantwortung uns gegenüber und unseren Zielen gegenüber. Und da müssen wir uns dann halt auch schon drauf fokussieren, dass man halt im Prinzip die Dinge auch tut, die man sich an diesem Tag vorgenommen hat. Ja, wenn du fertig bist mit den Dingen, die du dir vorgenommen hast, okay, dann hast du ja freie Zeit für dich zur Verfügung. Dann Grund Nummer 6. Sie hoffen auf einen großen Fisch, statt selbst der beste Networker zu werden, der sie sein können. Ja, erlebe ich sehr häufig. Wichtig ist, sorge dafür, dass du so gut wirst, dass Glück in deinem Leben keine Rolle spielt. Ja? Ein Business, ja, hat nichts damit zu tun, zu hoffen, dass du neue Kunden oder Geschäftspartner findest. Also wenn du manchmal so den Gedankengang hast, wird schon irgendwie werden, dann ist es zwar zunächst mal, ja, ich sag mal, ein bisschen geht es in die Richtung, dass du zumindest mal was Positives denkst. Nichtsdestotrotz wird keiner auf die Idee kommen, morgen bei dir zu klingeln und zu sagen, okay, ich möchte bei dir mitmachen. Ja, dazu, wenn du so eine Situation herbeiführen willst, dann musst du da vorher schon was dafür tun und musst halt dafür sorgen, dass du das Glück ausschließt, ja, sondern dass dein Geschäft auch dann funktioniert, wenn du gerade mal nicht so gut drauf bist. Werde es so gut, dass du jeden Tag, ja, aus eigener Kraft raus neue Leads generieren kannst. Und dann ist es wichtig, dass du aus diesen Leads oder dass du diese Leads in Kunden und Partner umwandelst. Und danach kannst du das Ganze dann immer skalieren. Ja? Und das ist deine Aufgabe und zwar ganz sicher allein, deine. Ja? Grund Nummer 7, diese Menschen, die verpflichten sich nicht. Ja? Auch hier sehe ich viele, viele Fehler, die gemacht werden. Viele Menschen, die stehen nicht zu dem, was sie tun. Die stehen nicht zu ihren Zielen und die verpflichten sich auch nicht dazu, diese bedingungslos zu erreichen. Ja, habe ich sehr häufig schon bei vielen Menschen gesehen, dass sie etwas beginnen, dann erzählen sie das 3-4 anderen, bekommen nicht die Rückmeldungen, die sie sich erhofft haben und machen ihre Zukunft von diesen 3 oder 4 Meinungen ja, abhängig, indem sie dann einfach sagen, okay, das scheint doch nicht zu funktionieren, ich lege das alles ad acta, suche mir vielleicht was anderes. Und so funktioniert es nicht, weil in jedem Geschäft, wo du dich niederlässt, wirst du Menschen haben, die gut finden, was du tust und es wird halt aber auch Menschen geben, die nicht gut finden, was du tust. Letzten Endes geht es um dein Leben, ja, und das ist das viel Wichtigere an der ganzen Sache, dass du dir bewusst machst, dass es um dein Leben geht, deine Ziele und was kann es Schöneres geben oder was kann schöner sein, dass man sich seinen Zielen verpflichtet, dass man sein Traumleben leben kann. So, dann haben wir Grund Nummer 8. Sie wissen und glauben nicht, dass der Erfolg im Nachfassen liegt. Wichtig ist, dass du ein richtig gutes Follow-up betreibst. Ja, Follow-up ist eines der wichtigsten Fähigkeiten in deinem MLM-Geschäft, ja, in deinem Network-Marketing-Business. Schaff dir ein System, mit dem du zum einen Kunden, Interessenten und Teampartner ja, quasi gewinnen kannst und
mit denen auch regelmäßig in Kontakt bleibst. Ja? Wenn du mal einen Kunden gewonnen hast, ist die Arbeit damit nicht vorbei, sondern dann geht die erst los. Vielleicht braucht der Kunde Folgeangebote. Wenn du mit dem Kunden in Kontakt bleibst, kriegst du raus, was für diese noch wichtig ist und kannst dann weitere Angebote für die kreieren, kannst nachsetzen. Du bleibst mit denen in Kontakt, erhöhst dadurch die Kundenbindung, deine Teampartner spüren, dass du da bist, dass du dich um sie kümmerst, ja, dass du ansprechbar bist, ja, alles ganz, ganz wichtige Dinge. Und einer meiner Mentoren hat mal gesagt, wer heute Nein sagt, kann morgen Ja sagen. Und die Lebensumstände bei den Menschen, die können sich verändern. Ja? Und in dem Moment, wo sich Lebensumstände verändern, ändern sich auch Meinungen. Ja? Die ändern sich nicht einfach so, wenn jemand heute keinen Nebenjob mag oder sich nebenberuflich nichts aufbauen will, dann wird sich das einfach nicht so ändern. Aber vielleicht passiert heute irgendwas in seinem Leben, zum Beispiel er verliert seinen Job, was auch immer, und wird dann gezwungen sein, vielleicht anders, oder sieht dann die Welt einfach aus einem anderen Blickwinkel. Und wenn du dann da bist und präsent bist, dann hast du die Möglichkeit, dann auch dort entweder das Geschäft zu machen oder die Person in deinem Geschäft einzuschreiben. Wenn du das nicht machst, dann kann es natürlich passieren, dass halt eben ein anderer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und der macht halt dann eben das Geschäft. Ja, deswegen. Viel wichtiger, sei du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das geht halt nur, indem du regelmäßig mit deinen Kunden und Interessenten in Kontakt bist. Grund Nummer 9, schlechte Organisation. Ja? Kennst du Menschen, die kommen zu einem Meeting, dann sagst du, oder die haben ein Problem, möchten gerne dafür eine Lösung haben, dann sagst du, log dich mal in dein Backoffice ein, wir sehen uns das Ganze mal an. Und dann finden die das Passwort nicht. Dann wissen die nicht, wie sie sich in ihr Backoffice einloggen können. Ja, solche oder ähnliche Dinge soll alles schon vorgekommen sein, ja. Und dann haben sie keinen Blick über ihre Zahlen. Sie wissen nicht, wo sie die Links zu den Präsentationen abgelegt haben. Die wissen nicht, mit wie vielen Menschen sie diese Woche gesprochen haben, ja. Es ist alles sehr, sehr vage. Und dann wundert man sich, wenn man nicht vorankommt, ja. Ohne Organisation dauert alles doppelt und dreifach so lange wie mit Organisation. Und Zeit ist das wichtigste Gut in deinem Leben. Und deshalb solltest du dich so gut organisieren, wie es nur geht. Ja? Und gerade wenn du dein Geschäft nebenberuflich aufbaust, ja, dann ist es noch viel, viel wichtiger, weil die Zeit, die du dann nur begrenzt zur Verfügung hast, die solltest du optimal nutzen können. Und dafür ist eine gute Arbeitsorganisation absolut notwendig. Ein weiterer Punkt ist halt natürlich, dass du da dann auch deine Zahlen im Blick hast. Ja? Weil wenn du deine Zahlen nicht kennst, wie willst du dich selbst kontrollieren? Wie willst du wissen, wo der Fehler liegt, ja? Wenn es mal nicht so läuft? Wenn du aber deine Zahlen kennst, wenn du gut organisiert bist, dann kannst du dir, wenn es mal nicht so läuft, deine Zahlen zur Hand nehmen. Dann siehst du vielleicht, oh, ich habe viel weniger Kontakte gemacht als die Wochen davor. Ja, und daraus sind halt so und so viel weniger Termine entstanden, so und so viel weniger Beratungen. Ja, und es spielt keine Rolle, ob du online oder offline arbeitest. Auch wenn du online arbeitest, dann musst du wissen, wie viele Leads generierst du so am Tag, wie viele Leads die Woche, wie viele Teampartner entstehen daraus, wie viele Kunden entstehen daraus. Einfach, dass du für dich auch auf Fehlersuche gehen kannst, wenn es nicht so läuft, damit du weißt, wo kannst du ansetzen. Wenn du dann in einer Woche merkst, du hast kaum Leads generiert, kann es vielleicht passieren oder kann es vielleicht sein, so habe ich es schon erlebt, dass ein Fehler auf der Webseite war und die Leute sich einfach nicht eintragen konnten. Ja, wenn es dir aber nicht auffällt, weil du deine Zahlen nicht kennst, woher, da hast du gar keinen Ansatz, irgendwo zu gucken, wo der Fehler sein könnte. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, lerne professionell zu arbeiten, dich gut zu organisieren und deine Dinge, einen Überblick über deine Zahlen und über dein Business zu behalten. Grund Nummer 10, Geld ist das Hauptmotiv. Und Menschen, die spüren sehr schnell, ob es jemand ernst mit ihnen meint oder ob jemand nur ihr Geld will. Ja? Und du musst es einfach schaffen, dass die Menschen dir vertrauen. Da ist eine vertrauensvolle Basis ganz, ganz wichtig. Ja? Nur wenn die Menschen gutes Bauchgefühl haben, dann werden sie bei dir auch Kunde oder Vertriebspartner werden. Menschen kaufen bei Menschen, die sie mögen und
die sie für qualifiziert halten. Ganz wichtiger Punkt, ja. Ist einer von den beiden Punkten nicht gegeben, dann wird es einfach schwieriger werden im Vergleich zum Mitbewerber, weil Vertrauen entsteht dadurch, dass dein Gegenüber relativ rasch merkt, dass du deine Sache verstehst, dass du von der Thematik begeistert bist. Ja? Zusätzlich wollen deine Kunden aber auch Konsistenz und Authentizität. Ja? Die wollen authentische Menschen und was sie auf gar keinen Fall wollen, ja, sind Network-Hopper. Vielleicht kennst du Network-Hopper, ja. Also es sind die, die halt heute das Network machen, 14 Tage später wieder woanders sind. Und diese Menschen verstehen einfach nicht, dass alles, was sie tun, eine Spur in ihrer Vita hinterlässt. Ja? Und dann wundern die sich, warum Menschen, die sie kennen, nicht bei ihnen starten. Ja? Und auch Menschen, die im Internet vorher recherchieren und schauen, was die Person sonst noch so gemacht hat, ja, dass die Menschen nicht anfangen. Und der Grund ist ganz einfach. Sie sehen einfach, da, also, dass du halt schon zum Beispiel dann das 10. Unternehmen bewirbst und deshalb vertrauen sie dir nicht, weil wer will seine Zukunft bei jemandem aufbauen, der morgen vielleicht was ganz anderes macht? Ja, und dann weiß man ja nicht mal, ist man dann alleine, steht man auf verlorenem Posten? Das sind alles Dinge, da wird keiner einsteigen. Ja, also, wer will... Oder anders gefragt, wer will schon sein Business in einem Partnerunternehmen aufbauen, dass das nicht rentabel ist? Und das drücken halt diese Network-Hopper doch damit mit ihrem ständigen Wechsel aus. Weil wenn das Unternehmen gut wäre, dann gäbe es doch keinen Grund zu wechseln, wenn alles so funktionieren würde, wie sie es in ihren Werbeanzeigen propagieren. Ja? Wenn sie wüssten, was sie tun, dann würden sie sich ein gutes Unternehmen als Partnerunternehmen suchen, müssten gar nicht mehr wechseln, könnten sich voll und ganz auf den Aufbau dieses Geschäfts konzentrieren. Ja? Also Geld darf schon ein wichtiger Antreiber sein, Geld darf auch ein ganz, ganz wichtiger Grund sein, aber Geld sollte niemals der einzigste Grund sein und du solltest immer die Menschen, mit denen du zu tun hast, ja, im Blick haben, ja, und vor allen Dingen auch ihr Wohl im Sinn haben. In diesem Sinne waren das jetzt mal die ersten 10 Gründe und im nächsten Video werde ich dir dann die restlichen 20 verraten und dann gehen wir natürlich auch noch auf die Punkte ein, die du auf jeden Fall beachten musst. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.